Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und begrüße euch aus Ostdeutschland von der Strecke Dresden-Riesa hier mit unserer Baureihe 185, in der wir heute unterwegs sind, auf einer ganz entspannten Fahrt in Richtung Dresden. Hier mit unserer 185 von Hector Rail, Lok 241001, auch genannt Kenobi. Finde ich immer schön bei Hector Rail, dass sie da ihren Loks, ihren da so einzelne Namen verleihen. Repaint ist in der Videobeschreibung verlinkt und wir ziehen hier ein paar Containerwagen, ein paar ordentliche. Ich würde sagen Zugart M maximal, vielleicht sogar Zugart O. Schauen wir mal. Rüsten wir erstmal den Führerstand auf, einmal Richtungswender in die Neutralstellung. Machen mal PZP, LZP und SIFA an. Gehen mal hier auf Spitzensignale. Stromabnehmer ist der hintere oben. Das passt, glaube ich, soweit. So, dann einmal jetzt in Vorwärtsstellung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Störung. 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 Uruha. 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 Ružinová středačová brzda. Ružinová středačová brzda. Potvrzení návěst. So. SHP. Zug Jawohl. Dann war das jetzt einmal hier der sprachliche Durchlauf durch alle Sprachen, die hier so verbaut sind. Danke an den Justus für die Soundmod. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Bremstest, einen sehr vereinfachten, und gehen einmal komplett in die Schnellbremsstellung. Na? Hört man hier irgendwie das Zischen der Bremsen? Nee, ich glaube nicht, ne? Auf jeden Fall ein sehr langer Zug. So, Bremsen sind gelöst. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal eine kleine Rollprobe. Dazu einmal hier das Fenster auf. Bisschen Leistung hoch. Na, kommst du? Also irgendwie bewegen wir uns. Ach, jetzt bewegen wir uns, oder? Sind ja gelöst. Brauchen wir ein bisschen Sand. Na? Ist die Federspeicherbremse noch angezogen? Lösen. Also so richtig bewegen klappt noch nicht so ganz. So, jetzt, oder?
Irgendwo eine Handbremse angezogen? Handbremse ist gelöst. Na komm. Vor uns übrigens das Signal HL11. Nee, gar nicht. Gar nicht. Kommando zurück. Das ist nicht HL11. Oder doch? Ist ja auch egal. Denn wenn wir nicht am Signal vorbeikommen, dann... Okay, jetzt blinkt das Signal auch noch. Dann ist das HL9A, Fahrt mit 40 km/h, dann mit 40 oder 60 weiter. Ja, komm schon, Lok. Also Fahrtrichtungswender, Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Ich fasse durch, die direkte Bremse ist gelöst. Zugbremse ist gelöst. Federspeicherbremse ist gelöst, Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Komm schon, jetzt mach mal hier. Jetzt. Kleine Flachstelle reingefahren. Nicht nur eine kleine, aber es ist mir vollkommen egal, ob jetzt irgendeine Flachstelle reinkommt oder nicht. Ich will jetzt losfahren. Es kann doch nicht sein. Hier bewegt sich nichts. Ja, los? Ja, ja. Ja. Hat ja jetzt gerade nur 5 bis 10 Minuten gedauert. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Also, merke, keine Zwangsbremsung heute bekommen. Nie war es so wichtig wie jetzt. So, dann können wir jetzt hoffentlich ein bisschen entspannter fahren. Machen wir uns direkt das Fernlicht an. Wobei hier vorne sind Autofahrer, vielleicht blenden wir noch mal kurz ab. Die HL auch schon unterwegs.
Das ist HL3B. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Also fahren mit 60 und dann dürfen wir auf Höchstgeschwindigkeit hoch. Gehen wir jetzt mal auf die 60. Bahnhof vorbei. Chemiewerk.
Rechenleistung dazu. Schön gemacht, sehr schön gemacht. Und von Bayern weiß ich. Bahnhof scheint wohl stillgelegt zu sein. Nächstes Signal da vorne ist auch schon grün. Sehr gut. Haben wir 33 Kilometer noch vor uns, bis wir in Dresden Mitte landen sind. Und wir haben keinerlei Geschwindigkeitseinschränkungen voraus, von daher hoffen wir mal, also zumindest was die signalisierte Geschwindigkeit angeht, sollte alles gut gehen für die nächsten paar Kilometer. Es kann natürlich sein, dass wir irgendeinem Regionalzug hinterherfahren. Das wäre dann eher weniger cool. Aber ich finde es schön, hier so diese Silhouetten von den Bäumen da vorne. Der Mond im Hintergrund. Der orange-gelbe Sonnenuntergang und das ist eine Geschwindigkeitsherabsenkung von 120 für das Gleis rechts. Das sind wir aber, glaube ich, nicht. Oder? Mal schauen. Nee, wir fahren links. Auch schön, dass hier diese ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese weichen Weichenmotoren. Ich glaube, das sind Weichenmotoren, oder? Dass die da eingebaut worden sind. Und auch in einer angemessenen Anzahl, das ist ja bei einigen TSV-Strecken nicht unbedingt immer der Fall gewesen, dass da eine angemessene Anzahl an Weichenmotoren verbaut wurde für die entsprechenden Weichen. Aber das auch das abholen. Die TG mittlerweile im Kopf, was schon recht gut ist. Ja, wir haben leider immer noch, wissen leider immer noch nichts von einer neuen deutschen Strecke. So ein bisschen Leistung rein. Wissen leider immer noch nichts von einer neuen deutschen Strecke. Da ist bisher nichts angekündigt. Auch zum Stand jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, keine Lok angekündigt. Ja, da fragt man sich natürlich immer mehr, während da gerade der Kollege vorbeifährt. Da fragt man sich dann natürlich immer mehr, was da die TG geplant hat, weil dass etwas Deutsches kommen wird, da bin ich mir ganz sicher. Das würde ich gar nicht in irgendeiner Form anzweifeln. Werden, glaube ich, immer schneller. Ich packe mal die E-Bremse mit rein. Ja, das funktioniert ganz gut. Die E-Bremse wieder auslösen. Und wieder Leistung aufschalten. Schaut an. Schaut euch das an. Sehr schön. TSW echt Spaß. Ne? Also, das ist eine schöne Strecke.
eine gut gemachte Lok, eine wirklich gut umgesetzte Lok. Sehr schöne Beleuchtung, Belichtung, wie auch immer. Angemessener Sound. Ich meine, die Original-Lok hatte auch schon recht guten Sound, finde ich. Aber mit der Soundmod hier noch oben drauf ist das Ganze noch mal ein bisschen schöner, angenehmer. So, wieder E-Bremse rein, jetzt aber hurtig, bevor die PZB meckert. Wahnsinn, jetzt halten wir mit 100 kN dagegen. So, wir sind jetzt auch wieder auf dem Flachen, von daher müsste das halbwegs passen, also lösen wir aus. Das Ganze ist ja ein bisschen zeitverzögert, das braucht ja ein paar Augenblicke, um wieder auszulösen. Und jetzt lassen wir mal ein bisschen rollen. Die großartig aufzuschalten, diese 200 km/h, die wir jetzt langsam werden, über den nächsten 1 bis 2 Kilometer, das ist nichts. Und da können wir stattdessen halt Strom sparen, Ressourcen schonen. Das ist doch gerade in aktuellen Zeiten eine sehr, sehr sinnvolle Überlegung, während hier die 120er Ankündigung an uns vorbeigeflogen ist. Gute Ressourcen schon und Strom sparen ist immer eine gute Überlegung. Aber jetzt ganz besonders. So, ein bisschen Leistung wieder rein. Ich hoffe einfach in extremster Form, dass irgendwas Altbaumäßiges irgendwann jetzt mal den Einzug in den TSW findet. Also klar, irgendwann kommt eine deutsche Dampflok. Das ist, glaube ich, davon kann man, glaube ich, schon ausgehen. Aber ich hätte auch gerne so eine richtig schöne Oldschool Elektro-Lok. 110 oder so. 111, eine 103, eine 141, eine 140, eine 150, 151. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen. Man hat jetzt auch schon seit längerem ja auch nichts gehört von TSG und der Baureihe 420. Die ist ja jetzt auch schon recht lange in Arbeit. Wenn man mal überlegt, der Release der Foslo G6 ist auch schon etwas länger her. Also kann ich mir vorstellen, dass wir bald, jetzt zwar nicht von DTG, sondern dann von TSG, eine Ankündigung bekommen, dass die 420 in den Startlöchern steht. Vielleicht. Das ist jetzt einfach nur eine Vermutung aus dem Nichts heraus. Aber ich kann mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen, dass wir vielleicht im März irgendwann zumindest einen Screenshot sehen von der 420. Einen neuen Screenshot, es gibt ja schon ein paar. Aber einen, wie sie so richtig auf der Strecke aussieht, E-Bremse rein. Es geht nämlich bergab, also ordentlich E-Bremse rein. Unser Zugverband ist sehr träge. Ich sollte mir gar nicht 120 fahren mit dem Zugverband.
bezüglich Loks und Strecken und so, weil letztendlich bringt das ja auch nichts. Letztendlich bedient man ja damit so eine Art Wunschdenken und es frustriert aber eigentlich nur, weil man dann sich darüber im Klaren wird, was man so alles gerne hätte und was aber halt absolut nicht da ist und man auch in diesem Sinne nicht groß darauf Einfluss nehmen kann, welche Lok kommen wird. So. Man könnte mir halt allerhöchstens sagen, wenn du mit einer 103 rumfahren möchtest, dann hol dir den Train Simulator. Gut, guter Punkt. Aber ich will die 103 halt auch im TSW haben. Aber ich kann sie mir halt schlecht wünschen, herbeiwünschen. Denn das frustriert auch Ende nur. Dementsprechend muss man einfach, glaube ich, so ein bisschen gespannt sein, was kommt. Sich nicht zu sehr in Wünsche und Erwartungen verstricken. Und einfach dafür offen bleiben, was die Jungs und Mädels bei DTG alles so zu offerieren haben, denn ich bin mir recht sicher, irgendwann wird mal wieder was Deutsches kommen. Oder zumindest werden wir wissen, was dann kommen wird. Und ich bin mir recht sicher, dass nach Dresden-Riesa und Dresden-Chemnitz auch diese Strecke eine recht schöne sein wird. Mit hoffentlich mindestens einem neuen Fahrzeug. Hätte ich nichts dagegen. Vielleicht sogar meinen geliebten N-Wagen. Silberlinge, die ich gerne hätte. Aber naja, das ist jetzt halt schon wieder dieses Wunschdenken. Und wenn man sich jetzt so viel da hinein verrennt, dann weiß ich nicht, nach 110 und N-Wagen. Am besten auch noch mit einem Wittenberger Steuerwagen. Das wäre schon ein Träumchen. Richtiges Träumchen. So könnte ich die Fahrt heute nennen. Richtiges Träumchen. Oder? Das wird auch, glaube ich, ein guter Folgentitel. So, da vorne ist die Ankündigung auf 130, glaube ich. Oh nein, das blinkt. Okay, aber 130 und blinken. Zugbeeinflussung. Ich verstehe nicht recht, warum es blinkt. So, da ist der Kollege mit dem C. Auch schön wieder gut hier reinstrahlen, ne? Siva. Ach, herrlich, 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 die Strecke ist herrlich. Hier gelten 160. Wir bleiben bei unseren historischen 120.
und genießen weiter hier die Fahrt. Ich hoffe, ihr genießt sie auch. Ich finde es nämlich sehr entspannt heute. Viel angenehmer als Nahverkehr. Habe ich mit so einer extremst vorwurfsvollen Stimme gerade gesagt, ne? Nahverkehr. Ha. Wer fährt denn sowas? Güterzüge und Fernverkehr ist doch viel cooler. Meiner Meinung nach. Also es macht mir halt einfach mehr Spaß. So, ob es cooler ist oder nicht, ist letztendlich egal. Kann man auch gar nicht objektiv beurteilen. Es macht mir einfach mehr Spaß als Nahverkehr. RE's sind gerade noch in Ordnung. Ja, die fahren ja doch recht schnell. Fahren auch manchmal etwas längere Strecken. Und dann halten sie wieder und das ist in Ordnung. Aber so dieses 30 Sekunden fahren und dann direkt wieder bremsen und anhalten und ach nee, viel zu stressig. Und der ganze Zeitplan, der Fahrplan und so. Und wir haben hier nicht mal eine Zeit vorgegeben, wann wir da sein müssen. Stress erleben, definitiv geringer hier. Der einzige Stress, den wir haben, ist die Sifa, die uns hin und wieder mal anschreit. Und ich, der sich immer wieder daran erinnern muss, auch mal zwischendurch zu reden. Weil das ja, wenn man dann doch teilweise da so drin ist und auf die Gleise starrt und so, dass man vergisst, ach ja, hier ist ja noch ein Mikrofon vor mir und ich nehme gerade auf, dann sollte ich auch noch vielleicht was sagen, statt einfach nur sinnfrei ins Mikrofon hineinzuatmen. Dementsprechend finde ich manchmal die Livestreams doch recht angenehm, einfach weil man da direkt diesen Kontakt hat im Live-Chat. So mit euch. Also von daher, wer da Lust drauf hat, kommt einfach mal vorbei beim nächsten Stream. Ich habe da jetzt keine festen Streaming-Zeiten in diesem Sinne, sondern mache das meist recht sporadisch. Aber wenn ihr Zeit habt und Lust, dann kommt doch mal vorbei. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Da muss ich auch nämlich. Also in gewisser Form halte ich immer noch einen Monolog, weil ich immer noch der Einzige bin, der redet. Aber man kann halt gemeinsam kommunizieren, darum geht's. So, wir haben 80 in 3 Kilometern, deshalb gehe ich einfach schon mal langsam in die Bremse rein. In die Bremse. Sehen wir auch hier unten rechts. Die Nadeln, die verändern sich, je nachdem, wie ich die Bremsen löse, ne? Hier, losgelöst. Jetzt ziehe ich langsam an, das kann man recht schön beobachten. Dass ich schon wieder so Probleme habe, dann hier loszukommen.
genau, 146. Das wird bestätigt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Die 40er Ankündigung. Zugbeeinflussung. Runter mit der Geschwindigkeit. Jetzt geht es ein bisschen bergauf, dann werden wir sowieso langsamer. Und da erstreckt sich auch schon der sehr, sehr schöne Bahnhof von Dresden-Neustadt vor uns. Das hat doch was, oder? So, genug Fotos. Bleiben wir im Führerstand. Ich glaube, wir können uns befreien. Zugbeeinflussung. 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 Okay. Dann dürfen wir aber ein bisschen beschleunigen. Denn theoretisch. Waren da nicht 40 angekündigt gewesen? Angekündigt gewesen. Das Deutsch. Na, wir können auf jeden Fall auf die 60 hoch. Wir sind auf der Brücke, daher auf in die Außenkamera. Wunderschön. Leistung rein. Und sind jetzt gleich in Dresden-Mitte. Ja, wir lassen im Grunde mal jetzt eigentlich auch nur noch ausrollen. Lohnt sich jetzt eigentlich fast schon nicht mehr Leistung aufzuschalten. 60er Ankündigung. Wird natürlich bestätigt. Mal gucken, ob der Magnet anspringt. Ja, tatsächlich. Stand. Und ab hier vorne gelten dann die 60. Und wir haben, glaube ich, Halt zu erwarten. Ja, ich glaube schon. Oder? Nee, also die Signale sind schon mal nicht für uns. Das ist auch gut so.
der Kühlturm da vorne. In die Richtung geht es auch Richtung Chemnitz. Was ist der Kollege? Und das wird natürlich bestätigt. Wir haben Halt-Server. Und da ist ein Hauptbahnhof auch schon vor uns. Ja, ein bisschen steht da auch was drin. Ja, so 3-4 Züge. Der Zug ist recht lang, daher rücken wir mal bis vor Signal vor. Eine Fahrt komplett ohne Zwangsbremsen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ein bisschen Eigenlob muss sein. Für Selbstbewusstsein. So, da stehen noch zwei Loks. Vorsignalwiederholer. Fahrt Herzmagnete an. Nochmal ein Vorsignalwiederholer. Wir halten mal langsam an. Ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.